Und fangen wir ganz allgemein an. Wir treffen ja täglich Entscheidungen. Habt ihr eine Idee, wie viel wir denn treffen am Tag? Gibt so ein, zwei Schätzungen. Ich kann leider euch nicht antworten. 8.936. Was war das? 936? 8000. 8.936. Okay, gibt's noch, was gibt es noch zu bieten? Gut. Schätzchen ganz viele. Ein Ganz Schätzchen ganz viele. viele. Ganz viele, ja. 10.000, 30.000. Ich würde mal Ja, 350 ja, sagen. ja. Okay, jetzt kommen wir langsam in die Richtung. Also, mir geht es ja selbst manchmal so, wenn ich dann zum Beispiel vor so einem Regal stehe, dass ich völlig überfordert bin, was will ich denn da jetzt mitnehmen? Und es sind tatsächlich 20.000. Und das fängt schon an, wenn mir morgens der Wecker klingelt. Stelle ich den Wecker jetzt nochmal auf die Stopptaste und schlafe nochmal weiter oder stehe ich gleich auf? Da fängt es schon an mit den Entscheidungen. Also eine ganze Menge, die wir auch unbewusst treffen. Und was wir sonst so an Entscheidungsmethoden kennen, habe ich mal einfach nur ein paar aufgelistet. Das ist also natürlich, der Chef entscheidet, das kennen wir alle sicher. Es gibt auch diese Matrix-Entscheidung, wo verschiedene Kriterien gegenübergestellt werden. Den Konsens gibt es. Also Konsens kennen wir, bis dann alle Ja zu einer Sache sagen. Wir können natürlich auch losen und so weiter und so weiter. Also wir kennen selber aus dem Leben ganz viele Entscheidungsmethoden. Und die am meisten angewandte ist das, die Entscheidung mit dem Mehrheitsprinzip, was ja auch in unserer politischen Landschaft so gehandhabt wird. Aber was passiert da? Also einmal kann ich das Mehrheitsprinzip durch unterschiedliche, kann ich unterschiedlich abstimmen. Ich kann Handzeichen geben, ich kann natürlich auch Stimmzettel verteilen oder manche machen das vielleicht auch in der Moderation oder kennen das von Punktekleben. Oder ich kenne das noch so aus der Schule, wenn man dann so Klassensprecherwahl hat, dann gab es Striche an der Tafel für die Kandidaten. Und was da passiert ist, dass wir bei dieser Art der Entscheidung erkennen, wer ist dafür und wer ist dagegen. Das ist eine ziemlich klare Sache. Was es aber auch noch gibt, es gibt Menschen, denen ist es eigentlich egal. Und bei denen wissen wir nicht so richtig, was ist ihnen egal. Meistens stimmen die Menschen, die sagen, ist doch mir egal, für eine Sache. Dann gibt es aber auch noch die, die sich enthalten. Und da wissen wir noch viel weniger, wie sie sich positionieren würden. Also bei dem Mehrheitsprinzip passiert, dass wir den Blick für eigentlich die Bedürfnisse der Menschen dahinter gar nicht wahrnehmen können. Und wir nur die Möglichkeit haben zwischen dafür oder dagegen. Und alles, was dazwischen ist, weil es ja auch Zwischenstufen gibt, lässt sich anhand dieser Art der Bewertung nicht erkennen. Und schlussendlich sind dann die Gewinner, die am meisten dafür gestimmt haben. Nur so nochmal als Vergleich. Und was passiert da? Also die größte Schwierigkeit bei einer Entscheidung ist ja letztendlich, wenn eine Entscheidung getroffen wird und es nach wie vor aber eine große Unzufriedenheit in einem Team gibt. Also wenn quasi immer mehr Druck auf dem Kessel ist, was aber nicht sich ausdrücken kann in dieser Art der Bewertung. Also das heißt, in der Folge, wenn ich dann in die Realisierung gehe, tauchen oft Schwierigkeiten auf, dass wir erleben, dass Teammitglieder zum Beispiel nicht alles einbringen oder sagen, naja, das hätte ich sowieso ganz anders gemacht. Also, dass es manchmal sehr zäh wird, der Prozess, die Dinge dann in die Realität zu bringen, die entschieden wurden. Und deshalb ist so wichtig, bei einer Entscheidung, die längerfristig halten sollte, dass wir den Widerstand sichtbar machen. Also Widerstand heißt,
auch zu erkennen, wo liegt der minimale Widerstand in der Gruppe. Aber auch, dass jeder ausdrücken kann, wie hoch ist zum Beispiel meine Ablehnung gegenüber einer Option. Also nicht nur die Ablehnung, ich bin dagegen, sondern es gibt ja auch Nuancen vielleicht dazwischen. Und der Entwickler der Methode, Erich Wisocznik, es waren zwei Entwickler, der Friedrich Skotter war auch ein Entwickler, die zwei haben zusammen diese Methode entwickelt. Und er sagt, wenn der Widerstand in einem System nicht zum Ausdruck kommt, dann wirkt er gegen das System. Und das kennen die meisten sicher von uns, wenn dann quasi im Hintergrund darüber diskutiert wird, zum Beispiel, ich würde diese Lösung ganz anders, ich würde das Thema ganz anders angehen oder das Problem ganz anders angehen. Oder mich hat man ja gar nicht gehört mit meiner Idee und so weiter. Also wenn wir merken, die Realisierung geht sehr zäh und braucht ganz viel Energie. So, und wie kann das gehen, dass wir vielleicht den Widerstand messen? Also Widerstand, den Widerstand auch sichtbar machen. Und ich dachte, ich mache ein kleines Experiment mit euch. Und zwar, wenn jeder von euch sich ein, so wie ich es hier habe, so ein Blatt Papier nimmt. Ein glattes Blatt Papier reicht, die Größe ist nicht entscheidend. Und ich durch die Fragen nochmal führe. Dann muss ich dich bitten, Karl-Heinz, dass du mich ein bisschen unterstützt. Ich sehe immer nur Einzelne, die sprechen. Jedenfalls, ja. Ich mache jetzt mal ein Experiment mit euch. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid ein Gremium, die Aufgabe haben, aus verschiedenen Optionen heraus eine Entscheidung herbeizuführen. Und das Thema ist, wie könnte der Klimaschutz noch stärker gefördert werden? Achtet jetzt mal nicht so sehr auf den Inhalt, sondern es geht eigentlich um das Prinzip spürbar zu machen. Die Vorauswahl für diese Optionen, die hat eine andere Gruppe getroffen und ihr seid jetzt das Entscheidungsgremium quasi. Und die erste Möglichkeit wäre, dass 100% mehr Windkraft eingesetzt wird. Und ihr habt jetzt dieses Blatt Papier vor euch. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin voll und ganz, also ich habe keinerlei Ablehnung. Es geht jetzt um den Widerstand auch innerlich zu spüren. Angenommen, das wäre eine Lösung, die wir umsetzen wollen. Und ich würde quasi sagen, ich möchte 100% mehr Windkraft, da bin ich ganz, ganz voll dabei, dann bleibt das Blatt glatt. Wenn ich sage, nee, das finde ich jetzt, da habe ich einen großen Widerstand und da ist eine große Ablehnung meinerseits, dann würde ich das Blatt total zerknüllen. Dann ist es vielleicht nur noch so. Und wenn ich aber sage, naja, könnte eine Lösung sein, finde ich ganz okay, dann ist das Blatt vielleicht so zwischendrin zerknüttelt. Ich hoffe, ihr seht es, wenn ich in die Kamera das halte. Ja, sehen wir. Genau. Und interessant wäre jetzt, stellt euch vor, ihr seid in diesem Gremium und wir machen jetzt eine Bewertung. Und es geht darum, in sich reinzuhorchen, wie wäre denn mein Widerstand oder meine Ablehnung, wie hoch ist die, wenn wir 100% mehr Windkraft installieren? Also ganz glatt heißt, ich bin voll dabei, ich kann gut mit der Idee mitgehen, ist vielleicht nicht meine Lieblingsidee, aber ich kann gut mitgehen. Und ganz zerknüllt heißt, oh nee, geht gar nicht. Und wenn ihr das mal so in die Kamera haltet und dann kriege ich vielleicht eine kleine Rückmeldung noch von Karl-Heinz, was du siehst, was da so alles in die Kamera gehalten wird. Ich sehe auch nicht alle, weil es so viele Teilnehmer sind. Okay, aber ein paar. Ich sehe so wenige, die das glatte Blatt haben, dann so halb zerknautschte gibt es einige. Aha. Und einige haben noch gar nichts. Okay. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Angenommen,
Es wäre eine Option zu sagen, Atomkraft wird nicht abgeschaltet. Wie hoch ist da deine Ablehnung, dein Widerstand? Und dann zeigt mal eure Blätter zeigt das Blatt in der Kamera. Und geht ganz nach eurem, auch nach dem Gefühl, wie würde es sich anfühlen, wenn das Realität werden würde? Also wieso das Bild? Hier sind ganz viele Zerknüllte. Ah, okay. Ich sehe nur zwei, die ein glattes Blatt haben. Okay. Dann nehmen wir mal das nächste. Jeder Haushalt hat maximal nur ein Auto. Was ich sehe, ist so Hälfte, Hälfte vielleicht. Mhm. Die Hälfte hat ein glattes Blatt und die andere Hälfte hat so teilzerknautschte und es gibt aber auch welche ganz zerknautschte. Okay. Und noch einen Punkt, also Menschen, die ein Einkommen haben, was höher wie 100.000, ich sage jetzt mal netto ist, bekommen erhöhte Steuern, da habe ich einen Schreibfehler, erhöhte Steuern zum Kompensieren von Klimaschäden. Wenn das jetzt Realität werden würde, ja. Wie hoch ist da euer Widerstand? Also ich sehe wenige glatte Blätter und etliche zerknautschte Blätter. Mhm. Und etliche halb zerknautschte. Er hält sich vielleicht so Drittel, Drittel, Drittel. Ah, okay. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel noch das Kerosin besteuern und daraus folgt, dass 20% sich die Flugpreise erhöhen, wenn das Realität werden würde, wie ist es da für euch, der Widerstand? Angenommen, es würde die Option Realität werden. Also hier überwiegen die glatten Blätter. Ah, okay. Sehr interessant. So, und jetzt haben wir eine Option noch. Die nennt sich Passivoption, weil wir ändern nichts an unserem weiteren Prozess. Das heißt also, wir würden jetzt keine weiteren Maßnahmen mehr ergreifen. Mhm. Also wir würden mit den Maßnahmen, die es bisher gibt, die würden wir natürlich umsetzen, aber nicht noch zusätzliche. Ganz viele zerknüllte Blätter. Ah, interessant. Ja. Okay, fast nur. Fast, okay. Danke dir, Karl-Heinz, weil ich kann es leider jetzt nicht sehen. Ja. Aber was ich damit zeigen will, ist, wie wir doch auch ich bin für etwas oder gegen etwas, uns positionieren möchten können. Und was so an dem Beispiel aussieht, dass ich bewusst nicht alle Optionen aufgemacht habe, sondern ich bin für Option durchgegangen bei der Bewertung, weil es bei dem Prinzip nicht darum geht, Optionen miteinander zu vergleichen. Also weil wir neigen oft dazu, ich würde vielleicht vergleichen, finde ich 100% mehr Windkraft besser wie Besteuerung Kerosin und würde daraus dann meine Bewertung meine Bewertung abgeben. Und wenn ihr euch vorstellt, da würden jetzt aber 30 Optionen hängen, dann wären wir völlig überfordert, das in den Vergleich zu bringen. Und deswegen finde ich das so charmant bei dem Prinzip, beim systemischen Konsensieren, dass man Option für sich alleine erstmal bewertet. Und die Bewertung geht über den, wie fühlt sich mein Widerstand an, vorausgesetzt natürlich, dass ich alle Informationen habe, dass ich vorbereitet bin auf diese Entscheidung und dass ich dann in der Skalierung, wie jetzt bei uns glattes Blatt bis zerknolltes Blatt war, meine Ablehnung abgeben kann. Und
So wie ich jetzt vorhin gehört habe, auch von dem Bild, was sich gezeigt hat, ist, dass es ja so sowohl glatte Blätter als aber auch ein bisschen zerknüllt, als ganz zerknüllt gegeben hat. Und genau darum geht es bei dem Prinzip, dass wir quasi unsere Ablehnung ausdrücken können, aber in einer feinen Abstufung. Und was ich damit einfach auch zeigen will, dass schlussendlich die Bewertung auch einen emotionalen Anteil hat, weil es auch darum geht, wenn wir was umsetzen, dass wir emotional ja auch dabei sind und sagen, hey, ich habe Lust darauf oder ich kann mir vorstellen, dass wir das gut umsetzen können. Also dieses, wie hoch ist mein innerer Widerstand, ist auch eine Prüfung, wie so mein, also manchmal sagt man auch Bauchgefühl dazu, also wie hoch wäre meine Ablehnung innerlich? Und wie wird es jetzt gemessen? Also wir haben das jetzt anhand des Blatts gemessen, aber es braucht natürlich auch eine Skalierung. Und hier seht ihr schon der erste Punkt, das, was ich gerade gesagt habe, dass es um die persönliche, subjektive Ablehnung erstmal geht. Ich kann die natürlich auch schriftlich machen. Ich muss die nicht offen machen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und es gibt unterschiedliche Skalierungen. Also es gibt die Skalierung 0 bis 10. Weil wir haben auch 10 Finger und können das auch mit den Händen gut zeigen. Also 0 heißt, ich habe 0 Widerstand, das heißt, ich habe 0 Ablehnung. 10 heißt, oh nee, das geht gar nicht. Also das ist auch so von der Gestik her, kennen wir das ja oft auch, dass wir sagen, wenn wir was ablehnen, dass wir mit beiden Händen so nach vorne schieben. Also 10 geht gar nicht. Ich kann die Skalierung natürlich auch 0 bis 5 Widerstandsstimmen wählen. Und es gibt noch eine dritte Form, die geht von 0 bis 2. Da geht es darum, quasi, dass ich sage, so 0 ist Hand aufs Herz, ich bin mit dem Herzen dabei. 1, 2. Also dann nimmt man die ganze Hand. Wenn man jetzt quasi das so offen durchzählen möchte. Gleichzeitig kann ich es aber auch schriftlich machen. Also das sind die Skalierungen, die es bei dem Prinzip erstmal gibt. Und diese ganzen Zwischenwerte dazwischen, die vergebe ich nach Gefühl. Also um was geht es da? Es geht darum, für eine Option erstmal den gesamten Widerstand aus der Gruppe, die ihre Bewertung abgegeben hat, zu einer Idee oder Option aufzusummieren. Und da mit der Summe zu erkennen, das ist die gemeinsame Ablehnung, also die kollektive Ablehnung. Und so geht man quasi Option für Option durch und schaut, wo an welcher Option ist denn der geringste Gesamtwiderstand. Und aus dem geringsten Gesamtwiderstand ergibt sich quasi die höchste Akzeptanz. Das wird also in Akzeptanz auch umgerechnet. Und damit natürlich auch liegt da das geringste Konfliktpotenzial. Und wenn ich so eine Bewertung schlussendlich zu einem Beschluss führe, heißt es eben konsensieren. Also ich konsensiere verschiedene Optionen und der Beschluss heißt, wir haben den Beschluss praktisch konsensiert. Ich zeige euch das nochmal. Da habe ich nochmal zusammengefasst, was jetzt quasi der Effekt dieses Prinzips ist. Also damit kann jeder Ideen einbringen. Also ich kann nicht, weil es ist, wir ist keine, ich sage jetzt mal, keine Angst vor Vielfalt. Also wir hätten auch noch 30 weitere Ideen bei dem Thema Klimaschutz aufführen können. Also jeder ist aufgerufen, Ideen einzubringen. Und jede Idee steht für sich. Und damit aktiviere ich aber auch Teammitglieder. Also jeder trägt auch Verantwortung damit und beteiligt sich an der Lösungsfindung. Aus meiner Sicht, so wie ich es bis jetzt erfahren habe und erlebt habe, greift in das System des Teams in der Form ein, dass Konflikte gar nicht so viel Raum bekommen. Und sich eher ausdrücken können, indem Menschen neue Ideen einbringen, anstatt dass ich eine Idee, die im Raum steht,
ich sage jetzt mal, abwerte. Und somit liegt der Fokus eben auch mehr auf der Lösung. Also Fokus auf der Lösung heißt auch, wenn Personen versuchen, sich so, so Mehrheiten hinter sich zu bilden, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder erlebt, dass das in dem Fall gar nicht geht. Also ich hebel damit auch so Machtstrukturen in einem Team aus. Also aushebeln ist vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck, sondern ich lasse gar nicht zu. Und zum Schluss wird eben die Akzeptanz sichtbar in dem Team, worin auch liegt die größte Energie für die Realisierung. Und ich zeige euch jetzt nochmal zwei Beispiele. Also ein Beispiel ist aus einer Wohnprojektgruppe, die waren in der Planungsphase und hatten sich die Frage gestellt, wie an welcher Stelle können wir Kosten einsparen? Und das ist jetzt nur ein Ausschnitt, weil natürlich vorausgehend erstmal ein Prozess ist, um diese Entscheidung vorzubereiten. Ich steige jetzt an der Stelle ein, dass es da jetzt schon um die Bewertung geht. Also der Prozess ist schon durchlaufen. Alle Kriterien sind festgelegt, alle Bedürfnisse sind gehört aus der Gruppe, alle Ideen wurden gehört, alle Informationen sind auf dem Tisch. Also dieser ganze Prozess vorweg der Vorbereitung einer Entscheidung, der ist schon gelaufen. Und dann kommt es zu einer Bewertung. Und in dem Fall ging es erstmal um ein Stimmungsbild. Es ging noch nicht um einen Beschluss, aber um ein Stimmungsbild. Um rauszufinden, was steht für uns an erster Stelle, zweiter, dritter und so weiter. Also eine Rangordnung rauszufinden. Und das ist jetzt nur ein Ausschnitt von dieser Bewertung. Also ihr seht links, ich hoffe, ihr seht meinen Cursor, gibt es die Optionen, also Option A, B, C, D. Und hier oben und in der Tabelle seht ihr die Teilnehmer 1 bis 7 kann man sehen. Und die Teilnehmer haben alle abgegeben ihre Widerstände oder ihre Ablehnung in der Skalierung von 0 bis 10 zu den einzelnen Optionen. Ein Verfahren wird da zum Beispiel gewählt, dass die Teilnehmer auf einen Zettel ihre Ablehnung schreiben, A, B, C, D, und diese Zettel werden eingesammelt und man bringt es später dann zum Beispiel wie hier in so eine Excel-Tabelle. Und jetzt gehe ich mal auf die Auswertung. Und da seht ihr die Auswertung. Also es waren 12 Teilnehmer. Ihr seht so ein paar, die hatten Widerstände in einem, zum Beispiel 10. Das wäre so eine komplette Ablehnung. Und einige grüne Markierte, die können ganz gut mitgehen. Und hier am Ende ist quasi die Summe aller Widerstandsstimmen aufsummiert. Also die Option A hat in dem Fall jetzt in der Summe nur 12 Widerstandsstimmen. Was heißt gegenüber den anderen, dass das der geringste Gesamtwiderstand ist? Das heißt also hier bei dieser Option ist die höchste Akzeptanz im Team. Was ihr auch seht, ist, dass es schon diese Menschen gibt, die eine Ablehnung haben. Also die sagen, nee, da kann ich gar nicht mit leben. Und was man aber hier an der Stelle dann betrachtet, nur wenn die Gruppe deren Gründe hören möchte, dann geht man nochmal auf die ein. Ansonsten ist das Prinzip so, dass nicht Minderheiten quasi eine Entscheidung aufhalten können. Also es geht nicht um ein Vetorecht. Also ein Vetorecht gibt es bei dem Prinzip nicht. Was man dann machen kann, ist diese Optionen, also die Widerstandsstimmen in Reihenfolge bringen, damit man weiß, okay, an erster Stelle würden wir die Option A beginnen. Und wenn wir die realisiert haben, könnten wir jetzt Option D nehmen, weil die hat die 14 als Gesamtsumme. Und so kann ich quasi eine Rangfolge aus dem auch ablesen. Es kann ja auch sein, dass man mit Option A startet und merkt, ey, das lässt sich gar nicht realisieren. Und dann hat man aber immer noch
weitere Optionen, die schon in der Rangfolge stehen, um in der Realisierung weiterzugehen. Das heißt also, dieses Grundprinzip kann ich für viele, viele Sachen nutzen. Also ich könnte es tatsächlich auch nutzen, um eine Rangfolge in der Agenda, in einem Meeting festzulegen. Oder wenn ganz viele Ideen zu einem Projekt im Raum stehen, was könnte jetzt der nächste Schritt sein, dass ich die quasi auch so bewerte und sehe, wo ist die meiste Akzeptanz im Team, als den nächsten Schritt zu gehen. Natürlich gibt es auch so Sachen wie Eventplanung oder Urlaubsplanung, in dem Ideen eingesammelt werden von allen Mitarbeitern aus dem Team. Und diese Ideen werden konsensiert und damit kriegen sie auch eine Priorisierung. Ich habe angefangen ganz, ganz einfach, als ich das Prinzip vor über 10 Jahren kennengelernt habe, mit Mittagessen. Also was kochen wir heute? Um das zu üben im eher privaten Umfeld erstmal, um auch ein Gefühl für die Methode zu bekommen. Wofür ich es natürlich auch nutzen kann, wenn ich selbst als Person Entscheidungen habe, wo ich nicht weiß, soll ich jetzt in die Richtung gehen oder in die, kann ich auch das Prinzip nutzen. Wie hoch ist meine Ablehnung zu den einzelnen Optionen, die ich persönlich habe, also zu meinem inneren Team. Jetzt habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, und zwar es gibt auch ein digitales Tool, das heißt Acceptify. In dem Tool kann ich genau den gleichen Bewertungsprozess durchlaufen, digital, so wie ich es jetzt in dem vorherigen Beispiel erläutert habe. Also es können Vorschläge und Ideen eingebracht werden. Dann gibt es einen Zeitraum, ich kann das in unterschiedliche Zeiträume legen. Also wenn der Zeitraum Vorschläge einbringen vorbei ist, dann geht es in die Bewertung. Was immer dabei ist, ist die Passivoption. Also es braucht immer, das ist ja auch eine Option, es braucht immer die Passivoption, weil die ist eine Option. Wir ändern nichts an unserem bisherigen Prozess. Es bleibt, wie es ist. Das ist die Passivoption. Also wir bleiben passiv und gehen so weiter wie bisher. Und was aber das Tool mir noch zeigt, ist, dass es an der Stelle gleich ausrechnet die Akzeptanz und die Rangfolge. Also ihr seht, diese Option, die an erster Stelle steht, spielt jetzt keine Rolle, was das Thema ist, aber die an erster Stelle steht, steht ganz oben, wo die höchste Akzeptanz liegt. Und dann stuft sich das nach unten ab, wo am Schluss quasi die geringste Akzeptanz liegt. Und in dem Beispiel ist nochmal ganz schön zu sehen, dass die Passivoption in dem Fall 20% Akzeptanz hat gegenüber einer Idee. Das heißt also, wenn ein Team weiter diskutiert über verschiedene Optionen, würden alle Optionen, die eine niedrigere Akzeptanz haben, die braucht man gar nicht mehr ins Rennen bringen, weil die Option, es bleibt, wie es ist, in dem Fall sogar noch besser ist für das Team. Also es geht in dem Fall ja immer um eine Teamentscheidung. Evelyn, hier kommt gerade eine Frage im Chat. Braucht man für die Methode eine Mindestanzahl an Teilnehmern? Nein, braucht man nicht. Kann man auch zu zweit machen. Okay. Oder mit sich selber. Nee, es gibt keine Mindestanzahl. Es gibt eine Mindestanzahl von Optionen. Also es braucht 2 Optionen plus eine Passivoption. Das ist wichtig. Weil wenn ich nur Hip oder Hop sehe, dann bin ich im Prozess vorne dran noch nicht kreativ genug gewesen. Also es ist wichtig zu schauen, die Passivoption haben wir immer, aber dass es davor mindestens 2 Ideen noch gibt. Und wenn sie noch so abstrus sind, man kann auch provozieren damit und sagen, Ideen einbringen, die um zu sehen, wie würde denn das Team darauf reagieren. Und dann wird manchmal der Weg klarer, wenn ich eine Option einbringe, wo ich auch weiß, naja, die wird vielleicht jetzt nicht wird auf hohe Ablehnung stoßen, aber es macht dann manchmal das Ergebnis nochmal klarer.
Gibt es noch mehr Fragen, Karl-Heinz? Also im Moment keine Fragen. Okay, dann mache ich nochmal weiter. Also ich habe ja auch ein paar Mal über den Prozess gesprochen. Ganz, ganz entscheidend ist auch der Prozess davor. Und das kennen viele sicher von euch. Das ist der klassische Entscheidungsprozess. Es gibt aber ein paar Schritte, die beim systemischen Konsensieren nochmal dazugenommen wurden. Und ich habe mit zwei anderen Trainern, mit der Adela Marling und mit dem Dominik Berger, mal diesen Prozess in so Moderationskarten gebracht, weil wir gemerkt haben, wenn wir moderieren, machen wir uns selbst solche Karten, um der Gruppe sichtbar zu machen, wo stehen wir jetzt gerade im Prozess. Weil so ein Prozess ja oft nicht linear geht. Manchmal muss man auch wieder zurück in den Prozessschritt. Und bei mir war es so, dass meine Kunden oft gefragt haben, ja, kannst du uns nicht mal deine Karten da lassen? Und mir ging es dann so, ich wollte die nicht immer neu zeichnen. Und wir drei haben uns dann auch zusammengetan, weil die anderen beiden auch gerne haptisch arbeiten. Und wir haben dieses Kartenset entwickelt. Also es ist so, dass man in der, so wie ihr es jetzt dargestellt seht, zum Beispiel Widerstände erkunden, das ist quasi der Prozessschritt. Der ist sowohl mit einem Symbol bezeichnet, als aber auch mit einem Wortlaut. Was ist denn der Schritt? Und auf der Rückseite stehen Hinweise, wie kann ich so einen Schritt anmoderieren? Und dieses Kartenset umfasst quasi diese ganzen Karten. Also das ist jetzt nur einsortiert quasi in verschiedene Kategorien. Es ist kein Prozessablauf. Aber man kann aus dem Set quasi sich raussuchen, was passt jetzt für diese Problematik oder für diese Fragestellung, was könnte da als Prozess passen. Und was ihr findet da ganz viele Karten, die ihr sowieso kennt aus dem klassischen Entscheidungsprozess. Was aber hervorzuheben ist, das sind quasi die hier orange dargestellten. Das sind die speziellen Fragen, die quasi im Prozess auftauchen, wenn ich nach dem systemischen Konsensieren, nach dem Prinzip die eine Entscheidung herbeiführe. Und da steht hier zum Beispiel in der Mitte hier den kleinen Igel. Das ist quasi, wenn ich einlade, jetzt eine Bewertung zu machen über Widerstandsstimmen oder also über die Ablehnung. Der Igel ist gewählt, wie viele Stacheln stellt er hoch? Also so haben wir zum Beispiel bei dem jetzt das Symbol gewählt. Aber ihr seht auch, wenn es um Vorschläge geht, dass zum Beispiel die Passivoption immer, immer dabei sein muss. Weil es ist einfach eine Option, nichts zu ändern. Also das wollte ich nur noch mal so als dazugeben, um zu zeigen, es braucht auch einen guten Prozess vorneweg, bevor ich in eine Bewertung gehe, die nachhaltig sein soll. Und gleichzeitig möchte ich dennoch ermutigen, auch diese Bewertung bei kleineren Themen und wenn es nur ums Mittagessen geht oder die Farbe fürs Auto oder sowas, die Methode anzuwenden, nur von der Bewertungsseite her, um damit das auszuprobieren, damit zu spielen, zu schauen, was hat es für eine Wirkung auch auf uns, anstatt dass wir, wer ist dafür, wer ist dagegen, was wir so grundsätzlich ja oft machen, mal was Neues auszuprobieren, wie hoch ist meine Ablehnung zu den Optionen? Evelyn, der Dirk hat sich gemeldet. Ja. Vielleicht. Dirk. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage und zwar bei dem Projekt, ich weiß nicht, das war glaube ich dieses Mehrgenerationenhaus, wo eine PV-Anlage installiert werden sollte. Da hattest du gesagt, oder ich habe das so verstanden, dass dieser hohe Widerstand, diese hohen Widerstandspunkte von 42 oder so, nicht dazu führen, dass die PV-Anlage nicht gebaut wird. Also die wird, so habe ich dich verstanden, trotzdem gebaut und der Fahrradstellplatz wird auch überdacht. Das ist doch jetzt irgendwie blöd. Wie geht man denn mit diesen Widerstandspunkten um, die die Leute da äußern? Also irgendwie muss man ja darauf eingehen. Man kann nicht nur sagen, okay, jetzt haben wir eine Priorität.
der größte Widerstand ist bei den überdachten Fahrradstellplätzen, deswegen machen wir die jetzt zuletzt, aber wir machen sie halt einfach. Also das, da hake ich noch. Danke für die Frage. Und genau das ist der Punkt, dass ich meinte, es braucht auch einen Prozess. Also das ist jetzt quasi ein Stimmungsbild. Es war, man muss sich, bevor man bewertet, in der Gruppe einig sein, ist es ein Beschluss oder ist es ein Stimmungsbild? Wenn das jetzt ein Beschluss gewesen wäre, dann wäre das Beschluss, fertig. Dann lebt die Gruppe auch mit diesen hohen Widerstandsstimmen, weil in dem Fall man sich nicht auf einzelne, weil die Gruppe handlungsfähig bleiben muss. Oder das ist das Ziel dabei. Also dass es in dem Fall kein Vetorecht gibt. In dem Fall war es jetzt aber ein Stimmungsbild erstmal, es war noch kein Beschluss. Und dann kann aus der Gruppe kommen, und das wäre jetzt der Prozessschritt, den derjenige, der moderiert, anspricht. Da kann ein Teilnehmer sagen, ich würde gerne verstehen wollen, wie hoch diese, warum die Ablehnung bei Teilnehmer 7 oder auch bei Teilnehmer 11 bei der PV-Anlage so eine hohe Ablehnung hat. Und da wird die Gruppe, das entscheidet im Grunde dann die Gruppe und nicht der Moderator, will die Gruppe da nochmal Energie reinstecken, die Gründe zu hören. Es könnte auch sein, dass es nichts zu ändern gibt, dass da eine Ablehnung ist von jemand, da lässt sich nichts dran ändern. Und da wird dem aber nochmal, wenn aus der Gruppe eine Frage kommt, dem nochmal kurz Zeit eingeräumt. In der Form, das heißt, gibt es etwas, das wir ändern können, damit du eine höhere Akzeptanz hast zu diesem Vorschlag? Ich hatte mal eine Situation, da ging es um ein Team-Event vorbereiten und da gab es ganz viele Ideen, wandern gehen und klettern im Hochseilgarten und ich weiß nicht was alles. Und eine Idee war Floß bauen, Fluss runterfahren, und da hatte eine Person eine hohe Ablehnung, also 10 als Widerstandswert eingegeben. Ich habe den dann in der Pause mal gefragt und gesagt, ich bin jetzt schon neugierig, was dich bewegt hat, die 10 einzugeben. Weil für das Team war klar, wenn irgendwo eine 10 auftaucht, wir wollen was gemeinsam erleben, dann fällt diese Option raus. Und der hat mir dann gesagt, ja, ich kann nicht schwimmen und ich habe keinen Bock auf die Diskussion, dass die anderen mir dann sagen, hey, dann zieh halt eine Schwimmweste an, weil ich habe trotzdem Angst. Und er wollte das aber nicht öffentlich machen. Und da seht ihr jetzt, es sind unterschiedliche Moderationsschritte dann, wo ich aber die Verantwortung als Moderator der Gruppe gebe. Wollt ihr die hohen Ablehnungen hören? Gibt es was, vielleicht auch was noch nachjustiert werden kann? Oder leben wir damit? Beantwortet es deine Frage, Dirk? Okay, danke, ich sehe deinen Daumen. So, dann hat die Petra als nächstes sich gemeldet. Petra Goller. Hört ihr mich? Ganz leise. Ganz leise? Oh ja, ich höre sie fast nicht. Aber ich mache, wenn es okay ist, ich mache mal meine Präsentation aus, dann sehe ich euch nämlich auch. Jetzt habe ich lauter gemacht. Besser? Ja, wir hören dich, aber es ist immer ein bisschen entfernt. Ja. Okay. Also, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die tolle Präsentation und die Inspiration. Und was ich mich gerade frage, in Bezug auf meinen Vorredner auch, braucht die Gruppe vorher Schulung? Weil das, was du gesagt hast, ist ja toll. Als Trainer oder Moderator kann ich hingehen, stell die Frage. Ich kriege die ehrliche Antwort, aber ich kann es ja da nicht in die Gruppe geben. Wollt ihr darüber reden? Weil da muss ich ja wieder Mehrheitsentscheidung machen oder Einzelentscheidung. Weil da ist für mich... Ne? Nee, das konsensiere ich auch. Schon, ne? Ja, das geht genau den gleichen Prozess. Also da frage ich auch, wie hoch ist der Widerstand? Das ist aber ein anderes Verfahren, was ich heute nicht vorgestellt habe. Das ist so ein schnelleres Verfahren, was aber den Zeitrahmen sprengen würde. Da kann ich kurz abfragen, gibt es Einwände, dass wir jetzt uns dem Thema nochmal widmen? Und das kann ich ganz schnell abfragen. Und wenn es dann Einwände gibt, dann frage ich noch die passive Option. Und dann werden die zwei Dinge, also die zwei Ergebnisse gegenübergestellt. Und der Prozess geht da weiter dann.
wo der geringste Gesamtwiderstand ist. Und es wird anonym gemacht, ne? Weil ansonsten ist es ja, also wenn dort steht, Petra hat abgelehnt mit 10, dann kommen ja alle zu mir und sagen, was ist denn mit dir los? Ne? Es kommt auf das Thema an. Also Personalwahl immer anonym, gar keine Frage. Aber es guckt echt auf das Thema an. Ich habe schon erlebt in Teams, dass wenn ich so reihum, also ich zähle da immer runter und sage so, alle zeigen jetzt ihre Hände oder ihre Zahl. Also es gibt auch, ich kann auch die Zahlen auf Kärtchen zeigen lassen. Und ich sehe dann, da gucken welche doch, wie macht es denn gerade mein Chef? Dann mache ich es anonym. Also das kommt ein bisschen drauf an, wie ist das Thema, wie heikel ist das Thema, auch wie emotional belastet ist das Thema. Ja. Und gleichzeitig kommt es auch darauf an, ob sich Menschen beeindrucken lassen von anderen, die jetzt hierarchisch über ihnen stehen. Mhm. Also so ein bisschen Gespür kriegen dann auch für die Gruppe. Ne? Okay. Der nächste. Der sich gemeldet hat, wäre der Hans. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, deshalb würde ich jetzt gerne den Hans rannehmen. Ja, hallo. Nur eine kurze Frage. In der systemischen Entscheidungsfindung spielt ja die Unterscheidung zwischen Konsens und Konsent auch eine große Rolle. Ist das auch ein Thema in dem Modell oder spielt es überhaupt keine Rolle, dieser Aspekt? Also, natürlich, ich habe, wenn man die ganzen Entscheidungsmöglichkeiten, die es gibt, gibt es ja den Konsens und den Konsent. Und hier geht es darum, dem Konsens nahe zu kommen. Also es ist nicht das Ziel, einen Konsens zu erreichen. Weil das oberste Ziel ist, dass die Gruppe handlungsfähig bleibt und dass der nächste Schritt gegangen werden kann in einem Entscheidungsprozess. Und ich vermute mal, was du ansprichst, das kommt ja auch aus der Soziokratie, dass man dann nochmal auch in eine Runde geht und nochmal alle auch ihre Ideen zu einer Idee hört, das ist eine Frage der Moderation. Also das ist auch eine Frage von Zeit. Wie viel Zeit habe ich? Und da kommt es ein bisschen auf die, sag ich ja, Gewichtung der Entscheidung an. Ist sie wirklich eine Entscheidung, die jetzt uns die nächsten 3 Jahre begleitet oder ist es wirklich eine Entscheidung, die jetzt nur für heute gilt? Aber da kommt dann ins Spiel, wie viel Raum gibt sich die Gruppe, in ein Thema auch einzutauchen und jeden nochmal zu hören. Also ich sehe ein Nicken, das heißt, deine Frage ist beantwortet. Ja, okay, ja, alles danke. Gut, danke. Danke. Ja. Evelyn, wir haben noch acht Minuten. Vielleicht, wenn du noch was zu Ende bringen willst, bringen uns die Folie noch. Und damit wir pünktlich Schluss machen können um 14 Uhr. Also ich war eigentlich mit meinen Folien tatsächlich durch. Ah ja, okay. Ich stelle die auch gerne zur Verfügung. Wer sie haben will, kann sie mich ja auch gerne anschreiben. Ich schicke sie euch. Weil ich heute mir rausgepickt habe, einfach dieses Verfahren, was ich meine, jeder mal ausprobieren kann im privaten Bereich. Also wo fahren wir hin in Urlaub? Und darüber zu sprechen, was wünsche ich mir? Was ich da erleben möchte, dass man das vorher noch voneinander weiß und dann alle Ideen zusammenträgt. Und dann geht mal diese Ideen durch und fangt nicht den Vergleich an, sondern geht Idee für Idee durch. Angenommen, da würden wir hinfahren oder das würden wir machen. Wie hoch ist mein Widerstand innerlich? Und schaut mal, was dabei rauskommt. Und natürlich könnte dann die passive Option sein, wir fahren nicht in Urlaub. Aber auch die ist wichtig. Abzufragen, um auch zu sehen, wie die Energie auch dafür, für dieses Thema. Also ich möchte euch motivieren, probiert es aus, weil ich habe es, wie gesagt, da waren meine Kinder noch kleiner, heute gehen sie ihre eigenen Wege, aber ich habe es damals eben bei so kleinen Familienentscheidungen erstmal getestet. Und da auch zu spüren, wie wir konditioniert sind oft in dieses nur ich lehne was ab oder ich bin für etwas, sondern man muss auch selber dann erstmal ein bisschen mehr eintauchen und merkt so, ich lehne die Idee von meinem Gegenüber vielleicht doch nicht ab, sondern ich habe einen kleinen Widerstand. Also da mit experimentieren und das wäre so, würde ich sagen, so der erste Schritt, mal auszuprobieren, was macht es mit uns, wenn wir auf die Art und Weise
Entscheidungen herbeiführen. Genau, und ansonsten, ich bin immer offen für Fragen. Also ich bin sehr begeistert von dem Prinzip, weil ich Erfahrungen gemacht habe, dass ich denke, es hat einen sehr demokratischen Ansatz, weil alle Menschen beteiligt werden mit ihren Ideen und alle auch gehört werden und befähigt werden, auch Entscheidungen zu treffen. Danke, Fragen. Ansonsten. Schönen Dank fürs viele Mitmachen. Und wir sehen uns hoffentlich bei einem der nächsten großen CLC-Events. Und dir, Evelyn, herzlichen Dank für das tolle Thema. Ich habe so ein bisschen hier in unserem colearn.social, also unserem Twitter-Ersatz, mitgeschrieben. Für all diejenigen, die noch nicht da sind, ihr könnt hier auf der CLC-eigenen Mastodon-Instanz auch einen Account haben. Meldet euch da einfach an, geht mal unter im Internet unter colearn.social und damit kommt ihr direkt zu uns und könnt mitdiskutieren mit denen, die hier in der Community sich dort angemeldet haben. Ja, dann herzlichen Dank und bis demnächst mal wieder. Ja, danke für die Einladung und probiert's aus. Ja.